Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 36, Anführungszeichen, Verwendung in Deutschland und anderswo. Anführungszeichen werden umgangssprachlich auch als Gänsefüßchen bezeichnet. Die Satzzeichen werden am Anfang und am Ende einer direkten Rede verwendet, wie man im Beispiel 1 erkennen kann. Des Weiteren werden sie bei Zitaten verwendet, was im Beispiel 2 erkenntlich wird. Auch bei Hervorhebungen von Wörtern werden die Anführungszeichen benutzt. Dies trifft für Wörter oder Wortgruppen, über die man eine Aussage treffen möchte, für ironische Hervorhebungen oder zitierte Überschriften, Werktitel etc. zu. Dies könnt ihr in den Beispielen 3 bis 5 nachvollziehen. Liegt eine Anführung innerhalb einer Anführung vor, werden halbe Anführungszeichen verwendet, was Beispiel 6 zeigt. Andere Länder, andere Sitten. Während sich im Deutschen die öffnenden Anführungszeichen unten und die schließenden Zeichen oben befinden, siehe Beispiel 1, werden im Englischen öffnende und schließende Zeichen oben verwendet, siehe Beispiel 2. Anders sieht es im Französischen aus. Hier verwendet man Guillemets, die mit den Spitzen nach außen zeigen, siehe Beispiel 3. Werden diese besonderen Zeichen jedoch im Deutschen verwendet, zeigen sie nach innen, siehe Beispiel 4. Im Japanischen und Chinesischen werden als Anführungszeichen Eckklammern verwendet, was man im Beispiel 5 sieht.